In den vergangenen 3 Jahren haben rund 4.200 Soldatinnen und Soldaten die österreichische Außengrenze in Kärnten zu Slowenien gesichert und das im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz in engster Kooperation mit der Kärntner Polizei. Seit Beginn 2019 sind rund 130 Soldaten im Einsatz, unterstützt durch das Radarsystem Beagle. Im Rahmen seines Truppenbesuchs in Kärnten hat Verteidigungsminister Mario Kunasek den hier eingesetzten Kräften für deren Einsatz gedankt und die Wichtigkeit des Assistenzeinsatzes zur Grenzsicherung hervorgehoben. Wir haben zum einen erfahren vom Kompaniekommandanten hier, der ja auch für den Einsatz verantwortlich zeichnet, hier auch lokal, dass die Zusammenarbeit mit der Exekutive sehr gut funktioniert und dass wir einen sehr guten Mix hier auch haben zwischen Berufssoldaten, Milizsoldaten und Grundwehrdienern. Das zeigt, wie hochprofessionell hier gearbeitet wird. Was man auch weiß, ist, wie hochgeschätzt dieser Einsatz in der Bevölkerung ist, nämlich nicht nur für das subjektive Sicherheitsgefühl, sondern auch aufgrund von Zahlen, Daten, Fakten, die wir kennen. Rund 1000 Aufgriffe im letzten Jahr hier in Kärnten und auch heuer bereits 166 sprechen eine ganz klare Sprache und sprechen auch dafür, diesen Einsatz weiter aufrechtzuerhalten.